Ich muss auf die Toilette. Mamma mia! Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir, DillyMJ. Heute machen wir FAQ 11. 11. Ich habe aber keine 11 Finger. Ihr habt mir Fragen geschrieben, die ich jetzt beantworten werde und ja, das ist das Format. Abonniert mich mehr für Quality Content. Liam, wie kamst du eigentlich auf YouTube und was dachtest du dir dabei? Das ist eine sehr interessante Frage. Damals hat mein Bruder YouTube gemacht und ich war richtig, richtig begeistert von ihm. Und ich selber war auch schon so ein kleiner Komiker und machte selber privat auf meinem Handy irgendwelche Videos, die ich damals lustig fand. Was soll ich tun? Fernsehen läuft, Peppa Hutz. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Leute, was soll ich tun? Hey, Leute, was geht? Ich muss euch heute jetzt euch was sagen, denn ich bin hier der lieben Jay. Hey, ich gehe hier durch die Straßen, sitze eigentlich nur auf dem Bett und chill hier eine Runde. Ich bin jetzt gerade gar nicht sauer. Aber natürlich sich heute keiner anschauen würde. Aber das Ding ist, ich hatte halt richtig Spaß, so Leute zu unterhalten oder so. Und hatte richtig Bock, das mal selber gerne zu machen, so aus Fun so. Und das mache ich ja, wie man sieht, ja heute auch ziemlich gerne. Und was ich mir einfach dabei dachte ist... Wie begann dein Crack-Konsum? Also selber konsumiert nicht, indem ich einfach nur Mehl in kleinen Tüten verkaufe. Wann kommt deine Mutter der Film? Wer ist... Deine Mutter ist ein Gerücht! Wann verfilmst du deine Beziehung? Also ganz ehrlich, ich verstehe, dass dieser Kommentar ein Joke sein soll. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich diese... Naja, sagen wir einfach meine letzte Beziehung definitiv nicht verfilmen wollen. Erstens, weil ich sowieso versuche, alles zu vergessen und mit diesem Thema eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte. Und zweitens, würde ich den Skript darüber schreiben, dann wird dieses Vergessen definitiv niemals klappen. Sagen wir so, wie es ist, würde ich einen Film dazu machen, hätte es wahrscheinlich eine verdammt interessante Geschichte. Aber ich würde es nicht machen. Es ist halt auch sehr viel wegen meinem Privatleben. Ist ein Gerücht! Bist du eine Kopie? Ja, ich bin eine Ultikopie. Willkommen zu Englisch mit DillyMJ. What is your favorite fruit? My favorite food are fries. Das ist doch Pommes auf Englisch, oder? Do you watch anime? Kinda. Then, because anime is not my favorite cartoony thing, so I watch some animes, but not all day long or every time. Was passiert, wenn man einfach manchmal nicht auf Englisch weiß? And is there gonna be a You Are Not Alone too? So, this question is really interesting, but no, there's do not gonna be a You Are Not Alone 2, because the two movies that are coming in the next time are Aiden and Jeff 2 and Die Schleife 7. And these films are the last movies I'll ever making. Das war Englisch mit Liam. Ultikopie ist ein Gerücht! Kannst du ein Video machen, in dem du ausschließlich nur Lieder tanzt? Nein. Wann kommt Aiden um 7? Ey, ich find's so lustig. Da bringe ich wirklich die Schleife 7 und Aiden und Jeff. Die werden wirklich kommen. Und die hört trotzdem nicht auf mit solchen dummen Kommentaren. Junge, was zum Aiden und 7? Demnächst im Kino. Nur im eurem Kino. Kannst du Einfach nur unangemessen, nee. Wie groß ist deine Unterhose? Wenn dich das Blenden interessiert... So, um das berechnen zu können, brauchten wir erstmal die Grundlagen. Denn wir wollen jetzt uns um den Flächeninhalt meiner Unterhose beschäftigen. Weil das ist so jetzt die Größe, also was da so reinpasst. So, dafür musste ich meine Unterhose messen. So, habe ich einmal die untere Beinlänge gemessen, 13,5. Zentimeter, warum habe ich immer schon Meter geschrieben? Habe ich hier 33,5 cm Höhe, 37 cm Breite, 9 cm ist die Höhe eines Beines.
denn das können wir natürlich so nicht berechnen. Deswegen müssen wir schlau gehen und daraus mehrere Figuren machen, die wir dann halt berechnen können. Da brauchen wir dann einmal hier, zwei, das sind zwar jetzt Quadrate, aber es sind Rechtecke und hier ein Rechteck. Und die müssen wir ausrechnen. Beginnen wir dann mit A, also mit A1. Und bei dem A1 rechnen wir A1. Brauchen wir erstmal gegeben. So, was ist gegeben? Gegeben ist die Grundseite, also 37 cm. G, beziehungsweise, nein, G nicht, lol. A gleich 37 cm. Und B gleich, jetzt müssen wir 33,5 cm minus 9 cm rechnen. Dafür haben wir Taschenrechner. Sind 24,5 cm. So, gesucht. Ist regelrecht A. So, also brauchen wir jetzt, müssen jetzt die Formel aufschreiben für A. Brauchen wir A mal B. Das sind ja 37 mal 4. Und das ist gleich, Taschenrechner, 36,5 cm. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, geben es jetzt um die Beine. Davon rechnen wir nur einen aus, den verdoppeln wir dann. Also das nennen wir A2 und das ist dann einfach auch A2. Und dann machen wir auch hier wieder gegeben. Und dann machen wir die Formel wieder aufschreiben. A mal B, das sind 13,5 mal 9 und das sind gleich ich bin mir sicher, ich habe irgendwas falsch gemacht. Dann die Zahl 1,5 mal 2 nehmen. 2, 4, 3 cm. Und die addieren wir mit, das ergibt gleich 1,149,5 cm². Also die Antwort lautet meine unsere Hose ist 149,5 cm² groß. Ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantworten können. Meine Mathelehrerin ist sicherlich zutiefst enttäuscht von mir. Wie viele Jeffs können Affen besiegen? Mathe mit Liam. Wieso hast du immer dieselben Sachen an? Ist wahrscheinlich nur eine kleine Joke-Frage. Aber ich kann sie sogar minimal erklären. Ich habe so 4 Pullover oder so, die ich wirklich trage, von vielen, die ich habe. Und da unter anderem, den habt ihr wahrscheinlich schon öfters gesehen. Der ist ziemlich dings. Dann diesen Pulli, den habe ich schon verdammt lange. Den hatte ich mal bei Kick gekauft. Den kennt ihr wahrscheinlich auch von mir. Und diesen Nike-Pulli, den kennt ihr wahrscheinlich auch von mir. Und diesen Pulli. Und ich trage die halt alle ziemlich gerne und alle abwechselnd. Und deswegen kann es halt immer sehr wahrscheinlich sein, dass sich die Pullover manchmal in Videos wiederholen.
Meinung zum Kriegsverbrechen der deutschen Armee im Jahre 1939 bis 1945. Und allgemein die zweite Weltkrieggeschichte oder so, finde ich tatsächlich richtig interessant. Aber wenn ich ehrlich jetzt mit meiner Meinung umgehen soll, kann ich nicht viel dazu sagen, außer... Was ist deine Meinung zu homosexuellen und transsexuellen Menschen? Und für mich gibt es da sozusagen zwei Kategorien. Und das ist jetzt nicht transsexuell und homosexuell, sondern hier sind jetzt die transsexuellen und die homosexuellen Menschen, die es wirklich ernst meinen, die sich wirklich zu dem hingezogen fühlen und ja, das hat. Dann gibt es diese Art von Menschen, die das entweder aufs Prinzip übertreiben oder nur für Aufmerksamkeit tun. So die Menschen, die so wirklich das nur für Aufmerksamkeit tun und denen man auch ansieht, dass sie das für Aufmerksamkeit tun, die da auch so hart damit übertreiben, dass sie sich überall eine homosexuellen Flagge oder so an den Kopf kleben oder so und sie von der Person erwartet, dass man sie akzeptieren muss, weil sonst ist man eine richtig schlechte Person. Und ich bin ehrlich, die, die das entweder nur für Aufmerksamkeit machen, die, die entweder noch nicht mal wissen, was sie wirklich sind oder so und einfach nur rumexperimentieren oder so, unterstütze ich definitiv nicht. Das finde ich abstrakt einfach nur unnötig, sowas für Aufmerksamkeit oder so zu machen. Aber diese Personen, die das wirklich ernst meinen, die das auch wirklich so sich hingezogen fühlen und damit auch wirklich offen umgehen, die unterstütze ich. Da bin ich auch voll bei deren Seite. Die haben auch damit großes Respekt, weil das ist ja vernünftig. Das ist ein Gerücht. Und versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts im Prinzip gegen die Personen. Ich habe nur etwas gegen, naja, gegen das, wie sie mit diesem Thema umgehen. Weil eigentlich war das für mich früher so egal, wie schwul oder wie lesbisch andere Menschen sind. Aber manche Menschen übertreiben dieses Thema ein bisschen so ins Ausmaße, dass sie dieses Thema so entwickeln wollen, als wäre es so die neue Gesellschaft oder so. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, was auch immer ich mache. Ihr könnt gerne wieder Fragen für das nächste FAQ in den Kommentaren schreiben. Und ja, bedenkt aber immer, Leute, kauft keine 1149,5 Quadratzentimeter große Unterhose. Also, Leute, lieben Jay, sagt komm. Sauber machen, Mann. Ich liebe es, YouTuber zu sein, sag ich ehrlich, wie es ist. Alter, Junge, das geht nicht weg. Alter, das geht nicht weg. Was mach ich?